Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, heute gibt es mal wieder eine Reaction. Wir reagieren auf 18 auf Bad Moms J. Letzte Reaction, Supernova haben wir schon. Lights Out kam gerade. Signal ist schon draußen. Move auch und Thal auch. Das heißt, es bleibt nur noch Ice Cube übrig. Ich bin drauf gespannt, Alter. Ich denke mal, dass das so mit dem Ton eigentlich klar gehen sollte für euch. Ballert mir gerne weitere Vorschläge rein. Wir geben uns jetzt den Song, also hier sehen wir nochmal, wie lang die Songs alle sind. Ich bin bei dieser unterwegs, Leute. Wo haben wir es? Ice Cube. 3 Minuten 13. Ich denke mal wieder, dass es produced by Maxi sein wird, wie die ganzen anderen Sachen. Und die Videos sind ja auch immer von Hush und Hype. Ja, ich kann nur so viel sagen. Alle Lieder, alles bis jetzt abgeliefert. Ich hoffe, Ice Cube wird mich nicht enttäuschen. Ja, schreibt mal gerne wirklich jetzt nochmal rein von diesen ganzen Songs, Leute, so. Ach, scheiße, meine Maus. Was ist hier von euer Lieblingssong? Gerne mal jetzt in die Kommentare reinschreiben. Wir geben uns jetzt Ice Cube. What the fuck? Ich habe nicht mit so einem Beat gerechnet. Wenn sie jetzt abgeht, aggressiv. Das wäre einfach nur krank. Das wäre jetzt einfach nur unnormal. Aber so hört sich auch schon der Beat an. Boah, es ist laut. Abo, Digga, diese Kopfhörer. Die machen das einfach 30.000 Mal lauter. Auf YouTube wirklich, ich muss mit 50% hören, weil die sehr laut sind. Wir haben gerade das Voice Tag Maxi gehört, okay. Boah, Digga, das hört sich auch nice an. Das hört kalt wie Eis. Und wie sie das betont. Digga, sie hat auch nochmal eine saubere Stimme. Tschüss. Naja, gefällt mir wirklich gut. Also sie, wenn sie nicht noch... Ja, sie ist sowieso schon, also... Spielt schon oben mit, aber... Das ist einfach jetzt schon krass. Kalt wie Ice Cube. Kalt wie Eis. Kalt wie Ice Cube. Icy Chain, Icy Fame. Kalt wie Ice Cube. Guck mal, das ist so typisch bei ihr, diese plötzlichen Stops oder plötzlichen Drops. Das ist einfach alles plötzlich bei ihr und das finde ich einfach so nice. Das sind so keine langsamen Übergänge. Nein, zack, Beat hört auf. Nein, zack, Drop kommt rein. Cold, hard, voller Endorphine. Nice, pop it, rock it, don't freeze it. Boah, der Beat. Dum, dum, dum. Junge, Maxi, du bist ein Freak. Mies. Geil, also ich sag mal so, der Produzent von ihr gefällt mir sehr, sehr gut. Gefällt mir wirklich sehr gut. Macht so nice Beats. Der macht so nice Beats. Boah, wie sieht das... Ich muss nochmal zurückspulen. Wie sieht das mit ihrer St... Junge, ich... Sie ist krass. Guck mal. Du machst auf dieses Zittern in ihrer Stimme. Das ist, ich muss sagen, sie spielt gut mit ihrer Stimme. Sehr authentisch. Sehr, sehr authentisch. Meiner Meinung nach. Ja, ja. Du machst auf krass. Sag mir dann, warum du deinen Manager rufst. Steigerung vom Beste, meine Fresse immer in der Presse. Bitte schicken wieder miese Message, denn sie kommen nicht klar auf dieses fiese Lächeln. Lass sie kommen, komm und lass sie testen. Killer Host, so wie Charlie Manson. Boah, Digga, und jetzt float sie einfach wieder mal komplett durch. Einfach so aus dem Nichts, weißt du? Spontane Flowwechsel sind auch immer bei ihr da. Sie zeigt auf jeden Fall, was sie drauf hat. Mach schon wieder Action am Tagless Service mit dem Siegerlächeln. Drop in nice, can't claim mercy. Also, wir sind gerade ja so ungefähr bei der Hälfte vom Song angekommen. Wieder
kann man nur sagen, abgeliefert, abgeliefert. Sie wird kaum den zweiten Part verhauen oder so. Ich überlege gerade halt, welchen Song ich am besten finde. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich muss sagen, Lights Out fand ich unnormal, auch gerade mit dem Beat, Alter, mit der gleichen Übersteuerung. Icy Fame, kalt wie Ice Cube. Kalt wie Ice. Ice. Kalt wie Ice Cube. Kalt wie Ice. Kalt wie Ice Cube. Digga, die Hook ist nice, die Hook ist nice. Sie hat ja den Part einfach komplett abgerissen. Ich bin mal jetzt sehr, sehr auf Part Nummer 2 gespannt. Ich guck mal, also die Songs sind so im Durchschnitt 2 Minuten 50 bis, ja, so 2 Minuten 40 bis 3 Minuten 10 so. Ja, ist eine entspannte Länge. I see chain, I see fame, kalt wie Ice Cube. Wie ich verkackt habe. Ich wollte so wieder die Hook machen, aber sie kommt einfach in den Part 2 rein. Boah, Junge, was ist das für ein Flow? Mit was für einer Betonung? Ah, einer meiner Lieblingsflows. Sie zeigt auf jeden Fall, Digga, mich hat sie auf ihrer Seite bekommen. Also ich sag mal so, sie wird nicht enttäuschen, Alter. Sie wird wirklich nicht enttäuschen. Meine Art sei ihn zu freaky, viel zu freaky. Guck, wie sie Schlange für ein Feature stehen. Doch ich halt mich gerade so wie ein T-Bone Steak. Check den Arsch doch, wenn ich lieb aussehe. Lena Meyer will mein Video sehen. Okay, Lena Meyer. Guck, sie wollen mein warten auf Feature, doch ich halt mich rar wie ein. Hat sie gesagt T-Bone Steak? Ich weiß es nicht, ich will das nochmal hören. Ich gehe kurz nochmal zurück, Leute. Ach, auf 2 Minuten, so. Schlange für ein Feature stehen. Doch ich halte mich gerade so wie ein T-Bone Steak. Check den Arsch doch, wenn ich lieb aussehe. Ja doch, ich hab richtig verstanden. Doch ich halte mich gerade wie ein T-Bone Steak, okay? Ja, sie wollen die Features, aber sie zieht einfach durch und verhält sich, benimmt sich oder bleibt rar. Auch nice. Lena Meyer will mein Video sehen. Denn hier fehlen mal wieder die Ideen. Kein Problem, komm doch zum Video drehen. Rote Haare, so wie Lena Meyer will mein Video sehen, denn hier fehlen Videoideen. Boah, das wäre auf jeden Fall geschossen. Piu, piu, piu. Da werden auf jeden Fall Disses auch verteilt. Misses. Bitch, I'll make it rain. Flow wie Harlem. Komm in meine Welt. Frozen Barbie. Okay, also ich denke mal, jetzt ist sie auch mit durch dieses Pa, Pa, Pa in Adlibs. Gehe ich mal jetzt von aus, dass sie jetzt wieder in die Hook reinkommt. Pre-Hook, Hook, je nachdem. Aber auch ein stabiler Song wieder geworden. Nice. Make that ass shake. Drop it nice. Can't cry mercy. I'm not like ya, sie spielen dirty. Ja, ich beiß zu. Icy chain, icy fame, kalt wie Ice Cube. Ja, Digga, kalt wie Eis. Das ist irgendwie die beste Stelle. Also nicht die, es gibt viele gute Stellen. Ich muss sagen, Part 1 hat mir gefallen, Part 2 hat mir gefallen. Hook ist aber auch nice. Das ist selten, dass sich Hook und beide Parts mir gleich gefallen. Kalt wie Ice Cube. Nice, Digga. Nice. Ist einfach ein heftiger Song. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, ich lasse natürlich noch ein bisschen weiterlaufen, aber wir sind auch schon, ja, so gut wie durch mit der Reaction. Kalt wie Ice Cube. Icy Chain, Icy Fame, kalt wie Ice Cube. Ja, gut, Leute. Wird nur noch Beat abgespielt. Das war die Reaction auf Bad Moms J. Mal gucken, was noch von ihr kommen wird. Ich denke mal erstmal nichts, aber ich sag mal so, sie hat abgeliefert. Ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben, da würde mich unnormal freuen. Abonniert den Kanal, ballert mir Vorschläge rein. Haut rein, Leute, macht's gut und ciao.